Und damit hallo und herzlich willkommen zurück beim Spiel Anno 1800. Ja, wir machen sofort weiter mit unserer Produktion. Wir müssen mal schauen. Ach, wir haben jetzt endlich mehr Eisen. Das ist gut. Haben wir jetzt auch mehr Kanonenproduktion? Wunderbar. So, Kanonenboot. Sollten wir zwei Stück machen? Wieso haben die den Schoner noch nicht gerechnet? Welcher von denen ist jetzt der Schoner? Das ist das Kanonenboot. Und wo ist mein Schoner? Das ist doch das normale. Flaggschiff? Schoner. Koordinaten gesetzt. Kann man die einzeln verkaufen? Anscheinend nicht. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Schiff. Ach so, an den nächstgelegenen Händler, Ich okay. biete Ihnen wie immer meine bescheidenen Dienste an. Ja, ist klar. Ah, okay. Perfekt. Ja, super. Jetzt verstehe ich das Ganze so langsam. So, Moment. Wir haben jetzt hier eins gebaut, aber noch nicht genug Kanonen fürs nächste. Okay. Das Problem ist, für die Fregatte brauchen wir noch einen Handwerker. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir den jetzt überhaupt herkriegen sollen. Ich hoffe, dass das noch, ja, aufgelöst wird im Laufe der Zeit. Das mit dem Schiff. Sind wir entfernt aus der Schlange? Ne, das mit dem Schiff dauert wohl noch eine Weile. Er hat es angenommen. Er zeigt mir aber keinen Fortschritt an. Und eben hatte ich ja angeblich auch noch genug Kanonen. Deswegen. Jetzt haben sie wieder nicht genügend Arbeiter, oder wie? Oh, die machen mich wahnsinnig hier, ehrlich. So, Arbeitskleidung. Ach so, weil die Arbeitskleidung nicht haben. Und die hier unten haben auch keinen Marktplatz mehr. Das ist doof, weil eigentlich müssten die da doch den Marktplatz mitkriegen. Jetzt sag mir bloß, dass die in der Mitte hier alle keinen. Doch, die haben doch noch den Marktplatz. Hä? Der hat doch hier. Ach, das ist Wirtshaus. Moment. Dann kriegen die den Marktplatz nur von oben ab, oder wie? Das heißt, die haben jetzt auch. Ja gut, die haben ja im Endeffekt jetzt mit dem Wirtshaus selber nicht viel zu tun. Aber die haben jetzt nicht mehr genug Klamotten, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Ah, das heißt, wir müssen unsere Produktion, unsere Klamottenproduktion von der Arbeiterkleidung müssen wir auch erhöhen. So, Moment. Wir müssen mal kurz gucken. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Seht beschäftigt aus, aber sonst geht es euch gut. Ach, das sind die Schweine hier. Moment, wo habe ich denn? Ne, das ist die Schnapsbrennerei. Dann ist es hier oben. Schäferei? Schäferei? Weberei. Die sind zu 100% ausgelastet. Die Frage ist jetzt nur, sind die auch noch ausgelastet, wenn ich da jetzt nochmal eine Weberei hinstelle? So. Haben noch nicht genug? Ja gut, die haben jetzt gerade erst angefangen. Also was das betrifft, kann ich das schon nachvollziehen. Ich schaue auch nochmal eben, wir haben wieder viel von den Ziegelsteinen. Das heißt, ich könnte da schon mal gucken, dass ich das hier auch ein bisschen verbessere. So. Zack. Oh, das hört sich doch sehr danach an, dass wir wieder irgendwo einen Brand haben, was ich nicht hoffe, aber was ich glaube. gut, dann machen wir jetzt hier erstmal so die Straße Die Luke vom durch. Lager geht nicht mal mehr zu.
Volles Lager. Ja, womit denn volles Lager? Von den Schweinen oder was? Ist doch gar nicht voll. Was? Was soll denn hier voll sein? Kaufen und verkaufen. Oh, nein. Oh, ich hab da total. Ab dem die Ware gekauft wird. Oh, ich habe mich total. Oh, kein Wunder, dass wir die da die ganze Zeit nie gekauft haben. Eieieiei. Okay. Also, okay ist es nicht. Es ist vor allen Dingen auch schlecht, aber jetzt verstehe ich so einiges. Ah, ja. Da ist ein Lagerhaus. Und da Es ist. mangelt an Arbeitskraft. Ja. Kriegst du sofort, kriegst du sofort. Ich wollte hier nur noch mal kurz. Was brauchst du denn für Arbeiter? Die hochwohlgeborenen Arbeiter. Okay. Ich verstehe auch so langsam. Naja, gut, die haben jetzt anscheinend noch nichts bekommen, weil ich das auch gerade frisch gebaut habe hier. Die haben auch nicht mehr so viel Einfluss, komischerweise, vom Marktplatz. Das war doch der hier, ne? Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal einfach noch einen Marktplatz hier unten reinsetzen. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Ja. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Das Neben all wird den sich anderen zeigen. Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Was sind das hier eigentlich? Ich weiß es nicht, aber das muss ich dann vorrätig haben, so wie es aussieht. Gut. Okay, also ich würde sagen, das können wir eigentlich lassen. Bankrotterklärung, Gameplayerin ist in den Miesen. Was, wie, wo? Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Gerichtsvollzieher kommt und Möbel und Tapete abholt. Hallo? Ich würde sagen, dass wir da einfach Das ist ein mal. ganz frischer Blick. Genau, kaufen, kaufen, kaufen. Das hört sich doch schon sehr viel besser an hier. So machen wir das. Das ist nicht positiv und nicht negativ, aber so machen wir das auf jeden Fall. Einmal veröffentlichen, bitte. Ich bin wirklich in den Miesen. Oh. Oh, ach herrje. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, dann setzen wir mal ganz schnell neue Häuser rein. Na, wenn wir Geld kriegen wollen, müssen wir wieder Häusle bauen. Das finde ich auch eine nicht so nette Art und Weise, um Geld zu verdienen, aber es geht nicht anders. So, machen wir mal hier komplett zu. Wir brauchen allerdings, wie gesagt, auch noch weitere Arbeiter. Und in dem Fall, ach, hier oben ist, lässt du das jetzt mal in Ruhe hier. In dem Fall ist hier auch nochmal ja so eine Art Trennung. Muss ich da mal schauen. Dann werde ich das am besten so machen. Ja, von mir ist auch so. So. Zack. Damit wir hier das auch wieder alles beisammen haben. Da müssen wir wohl gucken. Ich glaube, das hier vorne ist eine Feuerwehr. Das Problem ist halt, die kann natürlich nicht gleichzeitig in verschiedenen Richtungen fahren. Dementsprechend ist das jetzt eine Feuerwehr. Ja, ist es. Kann nicht mobilisiert werden. Okay. Schade, ich dachte jetzt eigentlich, man kann das eventuell höher machen, aber. Also, dass man die verbessern kann. Aber gut, dann ist der Teil erstmal auch abgedeckt, weil wir müssen echt gucken. Wo sind bloß meine Kinder? Oje. Hallo? Feuerwehr? Oder war die Feuerwehr schon hier? Eieieiei. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber ich habe da eine Bitte. Nee, Sie also haben wohl keine. Ihre Gründe.
Ja, ich mache nicht so einen Scheiß mit Wimmelbildern nochmal. Es war so nervig. Ich meine, die Bären habe ich jetzt gefunden, aber dann habe ich Wölfe gefunden, die ich auch suchen sollte. Und die waren dann auf der anderen Insel und nee. Also das muss ich jetzt nicht nochmal mitmachen. So. Ein Blick in die Gesichter deiner Leute sagt alles. Pass bloß auf, dass ihre Unzufriedenheit nicht zum Problem wird. Jetzt wollen die auch noch eine Schule haben. Sag mal, was wollt ihr denn noch alles haben? So, Moment. Dafür brauchen wir jetzt Kupfer und wir haben gerade bereitwillig unser Kupfer ausgegeben. Das ist nicht so schön, aber wir stellen die auf jeden Fall schon mal hin. Ich weiß nicht. Ich schätze mal, das Beste wäre, wenn wir die hier hinstellen. So, das ist schon mal der größtmögliche Einfluss hier unten. So, oh, den Stahl dafür haben wir sogar. Ach so, was ist hier eigentlich mit der Schiffwerft? Immer noch nicht weitergekommen. Nein, oder? Moment, was ist das jetzt für ein Schiff? Kanonenboot. Ja doch, brauchen wir im Endeffekt, brauchen wir da zwei von. Ach, wir haben wieder keine Arbeiter mehr. Ist das denn euer Ernst? Das Leben ist in Ordnung. Ja, das Leben ist mehr als in Ordnung. Ich will hier was Vernünftiges. Achso, die können wir sowieso nicht machen. Wo haben wir denn hier den besten Einfluss? Nirgendwo. Mist. Was habt ihr denn alle? Ihr bekommt doch genug. Wollt ihr mich veräppeln? Ihr bekommt doch alle hier haben eure... Haben wir nicht schon genug Schwierigkeiten? Nee. Also ja. Das heißt, nee, ihr habt keine. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das ist mir auch schon bewusst. Vielen Dank. Das Problem ist nur, wo habe ich jetzt die... Hier, ne? Weberei. Die ist auf jeden Fall zu 100% ausgelastet. Das heißt, ich müsste theoretisch noch eine Weberei am besten hinsetzen. Tun wir die mal nach unten. So. Ja, Leute, die Weberei ist direkt nebenan. Ihr dürft gerne von der Weberei aus mir die Sachen bringen. Und jetzt nicht extra zum Lager hinfahren, aber gut. Bauernarbeitskraft. Wieso brauchen die jetzt, wieso haben die jetzt so wenig Bauernarbeitskraft? Ich habe hier gerade noch so viele neue Bauern hingepflanzt. Also so viele neue Gebäude reingesetzt. Das ist doch abartig hier. Leute. So, das ist ein Marktplatz, ne? Das heißt, der dürfte, naja, hat hier hinten auch nicht mehr so viel Einfluss. Das heißt, ich sollte hier dann vielleicht nochmal einen Marktplatz hinsetzen. Das wäre jetzt mittendrin, dann würde ich sagen, hier. So, dann... Ihr wollt auch eure Arbeiterkleidung haben. Ja, ich weiß, ich weiß. Ach so, die Schule kann ja noch nicht gebaut werden, genau. Doch, wir können sie bauen. Perfekt. Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Ne? Da, guckt euch mal die ganzen Kinder an, die jetzt hier total happy darüber sind, dass sie eine Schule haben. Alle haben einen Luftballon bekommen. Zur Einführung am ersten Tag. Da werden sie dann lernen, fleißige Bauern oder fleißige Arbeiter zu sein. Und das Wundervolle ist, dass die Schule direkt neben dem Polizeigebäude steht. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht bedacht, aber ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, das sind zufriedene Arbeiter. Das ist sehr schön. Aber die wollen auch nur die Schule haben, ne? Die anderen wollten ja auch keine Schule. Aber ich muss trotzdem gucken, dass hier meine Produktion ein bisschen ansteigt. Das ist ja schlimm. Nee, das ist die Feuerwache.
Weberei. Hier, Handelskammer. Haben wir hier noch irgendwas, was wir da reintun können? Nee, haben wir nicht. Den Schlachter müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Hm. Die sollten eigentlich... Wieso haben die denn minus 50? Ach nee, das kostet einfach nur 50, oder? Ja, das kostet 50. So, die Weberei ist vollkommen ausgelastet, die eigentlich auch. Dann frage ich mich aber ernsthaft, warum dann immer noch zu wenig letztendlich dann für alle da ist. Obwohl, naja, hier wird gerade aufgefüllt. Da lässt es jetzt wieder was nach. Das finde ich nicht gut. Ja, dann würde ich sagen, dass wir nochmal so ein Ding hier hinstellen. Nee, Moment. So. Und so. Und nochmal eine Weberei. So, vielleicht. Wollte ich eigentlich die Straße hochziehen? Ja gut, die könnte man dann so machen. Da nochmal eine hinstellen. Ne, das war jetzt ziemlich dämlich, was ich hier gerade mache. So. Das können wir aber so da drum machen. So, das ist okay. Hier hinten können wir nirgendwo hin. Also wird das jetzt auch wieder Blödsinn. So, Segelweberei. Uns fehlen Waren. Ja, ja, ja. Dürfen die Leute jetzt erstmal arbeiten hier? Silo! Ich habe hier endlich das... Sehr geil. Die haben zwar was von Schweinen gesagt, aber okay, dann stellen wir das halt nicht hier hin. Hä? Genau, Schätzchen. Bring Papa seinen Hut nach draußen. Ich darf es nicht im Bereich da draußen hinstellen. Ich darf es aber auch nicht hier hinstellen, oder wie? Stehe ich jetzt nicht. Keine Anbindung... Ach, zum Gebäude wollt ihr mich... Nee, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Müssen wir das so machen? So. Ist das denn euer Ernst? Na gut, okay. Wenn dadurch die Produktivität verbessert wird, dann ist das okay. Dann würde ich sagen, ja, dass ich die dann alle natürlich ein bisschen blöd hier hingestellt habe. So, jetzt fehlt mir natürlich wieder Kupfer, es war so klar. Zu viele Transporter können wir aber auch nicht verbessern, weil wir immer noch keinen Handwerker haben. Okay. Das Lagerhaus hat damit ja anscheinend keine Probleme. Ich weiß auch nicht, warum immer das Lagerhaus unten angefahren wird und nicht das oben. Wenn sie doch eh wissen, dass das hier ein bisschen überfordert ist. Aber naja, gut. Kann man nichts machen. So. Wir werden beobachtet. Ja, ja, ja. Ihr werdet beobachtet. So. Dann schauen wir mal. Ja, da haben wir auch noch nichts eingerichtet. Das ist natürlich... Nee, nicht kaufen. Verkaufen. Das ist natürlich Mist. Ich würde sagen, so ab 140 verkaufen, wenn mehr als 140 drin ist. Genau. So, dann haben wir noch Eisen. Auch verkaufen, wenn mehr als 140 drin ist. So, da steht leider nicht drin, wie viel wir dafür bekommen. So, Eisen haben wir jetzt auch wieder ein paar. Das ist schön. Was war denn jetzt hiermit? Die Produktion dauert noch sehr lange, aber wir haben die Kanonen schon mal voll. Das ist wenigstens etwas. Wofür brauchte ich denn jetzt noch Eisen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt habe ich so lange da drauf gewartet. Für die Brauerei, genau. So, jetzt können wir alle saufen, bis der Arzt kommt. Sehr schön.
Der wartet auf das Getreide. Der hat seine Felder. Und der hat keine Ahnung. Der braucht Malz und Schiff Hopfen. Vom Stapel gelaufen. So. Hopfen wird hier produziert. Sie können ihren Malz Vater nicht zurückbringen. Aber sie können seinen Traum leben. Genau das versuche ich gerade. Genau das. Ja. Flaggschiff, Kanonenboot. So. Kanonenboot. Da gehen wir hier hin. Steuermann! So, das dauert allerdings jetzt noch eine Weile, deswegen werden wir dann natürlich jetzt nicht zuschauen. Ja, ja, ja. Ich weiß, aber wir sind ja noch gar nicht in der Nähe. So. Wir müssen aber trotzdem irgendwas tun, dass hier die Produktion mal hochgefahren wird. Also, ich weiß nicht. Die Ziegelei, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sie nicht so richtig ausgelastet ist. Kupfervorkommen? Ja, ich sag immer Kupfer, ich weiß. Es ist aber eigentlich Lehm, es ist kein Kupfer. So. Was haben wir hier? Zement? Oder haben wir... Nein! Fuke, die haben wir jetzt gerade zerstört. Obwohl wir das gar nicht wollten. Ja, irgendwie haben wir hier aber ansonsten keine Vorkommen mehr hiervon. Das finde ich nicht gut. Da ist auch nur Zement. Die Frage ist jetzt, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt im Lager davon? 144. Also anscheinend kann man damit doch zwei bedienen, nehme ich mal an. Ne? Wir machen jetzt einfach mal noch eine Ziegelei rein. So. Dafür brauchen wir Arbeiter, die das Ganze bedienen. Eigentlich müsste ich dann hier auch wieder hoch machen. Ah! Sehr schön. Perfekt. Jetzt haben wir wieder ein paar, die wir wieder verbessern können. So, Schule geht schön hoch. Der Rest geht auch gerade hoch, wenn auch nicht ganz so schnell. Perfekt. Ich habe mich übrigens mal ein bisschen informiert seit der letzten Folge. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Ist das jetzt positiv gemeint? Also ich habe immer mehr Einfluss und Macht. Natürlich werde ich Dinge ändern können. So, steigere die Zufriedenheit. Wir sollten vielleicht aber auch nochmal was machen, damit wir mehr Brot backen können, würde ich mal sagen. Abgesehen davon, dass wir natürlich auch noch ein Wirtshaus am besten hinstellen sollten. Aber nicht neben dem... Ah, nee, das eine ist da unten. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Wirtshaus hier oben hin. Schiff vom Stapel gelaufen. Sehr schön. Ihr Vater hatte den gleichen eisernen Blick. Ja. Moment, jetzt habe ich doch drei gemacht. Oh, nee, ne. Nee, das ist das zweite. So, okay. Volle Fahrt. So, das verkaufen wir. Oh, sagen Sie nicht, dass ich einen Termin verpasst habe. Termin? Wieso? Was? Wo? Das war doch jetzt das Richtige, oder? Kanonenboot, Kanonenboot. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, Das ist aber bei denen hier, ne? Okay.
Ich war jetzt gerade ein bisschen panisch, weil ich jetzt gedacht habe, ich wollte jetzt das andere verkaufen, weil er das jetzt so komisch gesagt hatte gerade. Oh, mein Gott. Also, Moment, was haben wir jetzt hier oben? Die Getreidefarm. Ja, meine ich doch. Dann könnten wir da nämlich noch eine hinstellen, beziehungsweise die ist hundertprozentig ausgelastet. Lagerhaus. Vielleicht, ach so, das war, damit wir mehr Alkohol produzieren können. Die Getreidefarm wollte ich eigentlich nicht haben. Das ist, um die Seife zu produzieren. Nee, dafür brauche ich aber die Schweine. Das ist natürlich Quatsch, was ich jetzt hier gerade erzähle. Da ist der Bäcker. Genau, der ist nämlich auch zu 100% ausgelastet. Und die Mühle... Der Mühle fehlt jetzt schon wieder was. Naja, vielleicht sollten wir da doch noch eins hinbauen. Dann würde ich aber sagen, hier oben... So, Getreidefarm. Dann würde ich sagen, ich mache... ich kann die eigentlich auch hier unten machen, ne? Ich mache hier eine hin. Den Weg natürlich auch. So, dann machen wir die Felder drumherum. Okay, da haben wir dann wieder drei zu wenig. Das heißt... Wie wäre es mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Warum soll ich dann sowas Ungesundes wie einen Kaffee trinken? Nein, ich habe mein Wasser neben mir und auch meinen Tee. Vielen Dank. Was wir allerdings mal kurz machen könnten, ist eine kleine Pause. Allerdings möchte ich vorher noch ganz schnell... die zweite Mühle hinbauen. Machen wir die hier hin. Machen wir hier hin. Ist ja wenigstens angebunden. Jetzt weiß ich gar nicht. Hier konnten wir kein Silo machen, ne? Und die Bäckerei, die stellen wir auch direkt mal hier daneben. Was eigentlich doof war. Wir hätten jetzt auch das Ganze auf die andere Seite machen können, aber egal. So, machen hier den Weg runter. Damit man hier nicht komplett woanders rumfahren muss. Und hier natürlich auch nochmal einen Weg hoch. So, perfekt. Wer da gerne rum möchte, kann dies gerne tun. Aber er muss so rum. Ja, 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 ich weiß. Ach so, Moment. Doch, fehlende Waren. Okay. Die müssen natürlich erstmal produzieren. Das ist absolut in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen... machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich kann auch nochmal einen Schluck Tee nebenbei trinken. Und ich hoffe dann, dass wir die Zufriedenheit noch ein bisschen... Bringt einen auf die falschen Gedanken. Was, wie Langeweile, hallo? Okay, wir scheinen ein bisschen wenig Fisch zu bekommen mittlerweile. Sonst haben wir da immer massenhaft Fisch gehabt und jetzt auf einmal... scheinen wir gar keinen mehr zu kriegen. Können wir das hier vorbauen? Küste erforderlich. Ja, was ist denn das, wo ich dran bin, ihr Schlauberger? Na gut, dann bauen wir das einfach hier und müssen dann noch einen Weg dahin machen. Ja, dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal... So machen wir das. Erstmal einen kleinen Cut mache. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.